Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Kommt ihr mit eurem Kamuku? Nee, kommt ihr von eurem Kamuku? Whatever. Mir ist gerade aufgefallen, hier im Missionscomputer, respektive dem Ladescreen, sehen wir hier unter anderem noch die Ressourcen, die wir aktuell haben. Das wird später noch gezeigt und erklärt und schalala, damit werden wir noch genügend zu tun haben. Unter anderem aber auch die Credits, das Medischild und die Munition für schwere Waffen, weil die ist recht rar, muss man dazu sagen. Also muss man damit schon ein wenig aufpassen. Sie haben uns gesehen. Aber wir können hier gleich nochmal die schwere Munition verwenden. Sofern ich schnell genug bin. Oh, oh, oh. Bam. Okay, das brachte fast nichts. Egal. Können wir hier in Deckung gehen? Bitte. Danke. So. Wenn man ein wenig zielen kann, ist der Kampf gegen die Mechs hier auch nicht mehr so schwer. Okay. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wo wir durch können. Gibt es hier irgendwie eine Karte oder so, die wir anschauen können? Nö, gibt es nicht. Okay, das heißt, ich gehe mal durch, wo wir durchgehen können. Vielleicht kann ich nicht... Oh, da ist ein Shuttle. Dort müssen wir hin allerdings. Heißt das, wir gehen kurz mal in die Gegenrichtung. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwas Interessantes. Zum Beispiel Max. Und Munition. Hallo Max. Kommt doch hervor. Zeigt euch eurem lieben Onkel Kamuku. Oh shit. Gefährlich. Oh, oh, oh. Echt gut. Okay, dort hinten können wir die schwere Munition erneut verwenden. Und bringen tut es irgendwie nicht so viel. Es gibt weitaus bessere, schwerere Waffen. Komm nur rüber! Die Pistole hier auf die Ferne ist natürlich auch nicht gerade das Wahre. Aber nun gut, wir erhalten ja später noch das Präzisionsgewehr, das wir definitiv brauchen werden. Ihre Datapads geben übrigens sehr oft Munition, was sehr gut ist. Das Testsubjekt wurde geborgen. Aber der Schaden ist weitaus schlimmer als ursprünglich befürchtet. Außer den zu erwartenden Verbrennungen und inneren Verletzungen infolge der Explosion hat das Subjekt durch längeres Verweilen im luftleeren Raum bei Minusgraden erhebliche Zellschäden erlitten. Trotz des Ausmaßes des physischen Traumas versichert mir Wilson, dass das Subjekt wiederhergestellt werden kann. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Yay. Yeah. Nun gut, wir haben hier übrigens den ersten Safe, den wir umgehen können, den Wand-Safe. Und zwar sind natürlich die Rätsel um die, nun ja, Safes und sonstige Kisten hier im Mass Effect 2 etwas anders. Hier gibt es unter anderem hier ein nettes Puzzle, whatever, Memory, wo wir rausfinden müssen, wo was ist. Okay, das war einfach. Hier seht ihr übrigens mein absolut schrottiges Kurzzeitgedächtnis in Action. Gut, das ging hier ja noch, aber später wird es umso schlimmer. Freut euch schon mal drauf. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Abwechslung zu Mass Effect 1, was das Dechiffrieren angeht. Man benötigt auch keine Dechiffrierungspunkte mehr, was ich sehr angenehm finde. So. Was haben wir denn hier hinten? Los, hier entlang! Wir sind fast beim Miranda. Aber sie waren doch... tot? Was zum Teufel machen Sie da? Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen. Hm. Okay. Nun gut. Wie Sie meinen, was ist unser nächster Schritt? Wir steigen ins Shuttle und starten. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt. Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um ihn auf unsere Seite zu ziehen. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten, haben Sie vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen, bevor wir starten, Commander? Jo, deine Handynummer? sorry, der musste sein. Wie praktisch, dass Sie erst hier aufkreuzen, als wir gerade gehen wollen. Wo waren Sie während des Angriffs?
Abgesehen davon, ihr Leben zu retten? Wilson hat rausgefunden, dass ich ihnen geholfen habe und eine ganze Armee Max auf mich gehetzt. Ich kam hierher so schnell ich konnte. Womöglich ein wenig zu schnell, wenn sie Wilson fragen. Jo, Wilson, was meint sie dazu? Er scheint nicht zu antworten. Vielleicht schläft er, ja. Was ist mit dem Rest der Stationsbesatzung? Das ist die Evakuierungszone. Wenn sie jetzt nicht hier sind, kommen sie auch nicht mehr. Wir können nicht weg, ohne absolut sicher zu sein. Wir müssen zurück und nachsehen. Kapieren Sie es nicht? Gerettet muss hier nur einer werden, und zwar Sie. Alle anderen sind entbehrlich. Sie hat recht. Wir kannten alle die Risiken, als wir uns gemeldet haben. Ohne Sie hat das alles keinen Sinn. Wohin fliegen wir? Zu einer anderen Cerberus-Anlage. Der Unbekannte wartet dort auf Sie. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen vertraue. Das ist das einzige Shuttle, das die Station verlässt. Aber wenn Sie bleiben und zusammen mit den Max verrosten wollen, bitte sehr. Sie sind die Leiterin des Lazarus-Projekts, richtig? Stimmt. Ich habe 2 Jahre meines Lebens in dieses Projekt investiert. In Sie. Was will Cerberus von mir? Das sollten Sie den Unbekannten fragen, wenn Sie ihn treffen. Er hat nahezu unbegrenzte Mittel für Lazarus zur Verfügung gestellt. Offensichtlich hat er etwas mit Ihnen vor. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. In Ihrem Fall sind es sogar 2 Leben. Gehen wir. Miranda kann rechnen. Dann wir verlassen jetzt die Station. Bevor Sie den Unbekannten treffen, müssen wir noch ein paar Fragen zur Beurteilung Ihres Zustands klären. Kommen Sie schon, Miranda. Noch mehr Tests? Shepard hat die Max ohne Probleme erledigt. Das muss doch reichen. Der Angriff war vor 2 Jahren. Der Unbekannte muss wissen, dass Shepards Persönlichkeit und Gedächtnis intakt sind. Deshalb die Fragen. Okay. Das ist Zeitverschwendung. Ich fühle mich so gut wie immer. Je früher wir damit anfangen, desto schneller sind wir fertig. Beginnen wir mit der persönlichen Vergangenheit. Okay. Den Unterlagen zufolge stammen Sie von der Kolonie Mindua und haben Ihre Eltern bei einem Überfall von Sklavenhändlern verloren. Sie haben sich zum Militär verpflichtet und den Angriff eines Dreschlons überlebt, dem der Rest Ihres Teams zum Opfer gefallen ist. Erinnern Sie sich daran? Yep, Akkuse. Ich habe an dem Tag viele Freunde verloren. So ein Erlebnis verändert dich. Und es kann dich zerbrechen, wenn du es zulässt. Ich habe den Bericht gelesen. 50 Marines sind auf Akkus gefallen. Nur sie nicht. Zufrieden, Miranda? Fast. Versuchen wir es mit was Aktuellerem. Würmeier, wo sie Sarens Klonanlage zerstört haben. Sie mussten ein Mitglied ihrer Gruppe zurücklassen, das bei der Explosion gestorben ist. Gunnery Chief Ashley Williams ist im Einsatz gefallen. Sie waren dafür verantwortlich. Warum haben Sie sie zurückgelassen? Das Kommando zu haben heißt manchmal, Befehle in dem Wissen zu erteilen, dass eigene Leute dabei sterben werden. Das darf aber keinen Einfluss auf die Entscheidung haben. Ash hat ihr Leben für den Rest des Teams gegeben. Ohne sie hätte ich Saren nicht aufhalten können. Sie starb als Heldin. Ich verstehe, Commander. Ich wollte Ihre Entscheidung auch nicht anzweifeln. Jeder bei Cerberus weiß, dass die Klonanlage zerstört werden musste. Shepard, denken Sie an die Citadel. Nachdem der Rat auf der Destiny Ascension gestorben war und Sie Saren getötet hatten, was ist dann passiert? Übrigens, gewöhnt euch jetzt schon mal dran, dass hier ab Mass Effect 2 alle Namen, zumindest die meisten, auf Englisch ausgesprochen werden. Darum auch Saren und Geth und nun mal Zeug. Und ich werde irgendwie dazwischen hin und her switchen. Nun gut. Der Rat war tot und die Menschheit übernahm die Führung. Ein neuer Rat wurde gebildet. Ich habe Captain Anderson als Vorsitzenden empfohlen. Ja, Captain Anderson ist jetzt Ratsherr Anderson. Man sagt allerdings, das Leben beim Militär sei ihm lieber gewesen. Trotzdem gut zu wissen, dass das Ratsmitglied der Menschen die Politik nicht über die Verteidigungsfähigkeit stellt. Ihr Gedächtnis scheint in Ordnung zu sein. Es gibt noch weitere wichtige Tests. Kommen Sie schon, Miranda. Schluss mit dem Quiz. Das Gedächtnis ist da und für Shepards Kampffähigkeiten kann ich persönlich bürgen. Vermutlich haben Sie recht. Hoffentlich akzeptiert der Unbekannte unseren kleinen Feldtest als ausreichend.
Jo. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Eins muss man Cerberus übrigens lassen. Die haben echt klasse Architekten hier für die Weltraumstation. Gefallen mir echt gut. Nun gut, wir werden hier übrigens wieder zugespammt mit Codex-Einträgen. Boah. In Mass Effect 2 ist es noch abnormaler als im ersten Teil, weil wir hier natürlich die ganzen alten Einträge noch haben. Juhu! Wir haben hier natürlich noch ein anderes Tagebuch, das ich übrigens ein wenig übersichtlicher finde als das in Mass Effect 1. Sehr praktisch. Wir haben übrigens ja noch ein Level-Up, fällt mir gleich noch ein. Und zwar wesentlich beschränkter als in Teil 1, was das angeht. Allerdings werden die Punkte auch anders verteilt. Je höher die Stufe, desto mehr Punkte werden hier gebraucht. Desto besser wird die Fähigkeit, logischerweise. Nun gut. Und wir fangen natürlich mit Vorbildlichkeit und Abtrünnig wieder von vorne an. Zumindest mit einem gewissen Basiswert aus dem Import. Jetzt ist die Frage, was wollen wir? Machen die Tarnung hier verbessern? Disruptor-Munition zum Kyro-Munition, Verbrennung. Eigentlich die Verbrennung würde ich ziemlich gerne relativ schnell einsetzen. Also erweitern wir die Tarnung und schalten die Verbrennung frei. Und viel mehr machen können wir da auch nicht. Joa. Ich würde den Unbekannten nicht warten lassen. Also ich weiß nicht, ich bin ja Shepard, sein Lieblingsprojekt, da kann er doch ein wenig warten. Okay, wir haben hier übrigens noch den Panzerungsspind. Mit dem Panzerungsspind kann man seine Panzerung neuerdings anpassen. Heißt, das geht nicht mehr übers Inventar, sondern wie schon gesagt, hier über den Panzerungsspind. Wo wir übrigens auch das informelle Aussehen anpassen können. Heißt das, was wir zwischen den Missionen tragen. Yo! Das ist ja echt nicht schlecht, aber das ist irgendwie ein wenig nicht informell. Ist zwar eine coole Variante, schon fast Duke Nukem-like, aber passt nicht wirklich. Ich denke, das Grundoutfit hier von Cerberus gefällt mir doch auch noch am besten. So eine gute Mischung zwischen informell und doch etwas Soldatenmäßiges. So, die Panzerung. Haben wir hier überhaupt schon Versionen? Hallo? Okay, wir haben hier übrigens noch die Blood Dragon Panzerung, die ich aus welchem Grund auch immer habe. Muss mal schauen, steht das hier unten? Ne, steht nicht, aber auf jeden Fall ist die nicht schlecht. Die ist übrigens mit Unterschriften versehen, mit Nachrichten wie Scheiß geht oder gute Besserung, Shepard. Ja, schöne Sache. Übrigens, wie ihr hier seht, ist das natürlich eine Anlehnung an die Panzerungen aus Dragon Age. Wenn ihr das noch kennt, dieses schöne Spiel von BioWare. Auf jeden Fall coole, ritterlich-spacige Rüstung. Gefällt mir eigentlich doch schon sehr. Aber die N7-Rüstung finde ich einfach nochmals um einiges besser. Und am besten gefällt es mir hier eindeutig mit Helm. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich mach's mit Helm. Tun und lassen können wir hier ja, was wir wollen. Etwas anpassen können wir hier auch noch mit Farbe und Schalalalalalala. Aber das ist jetzt am Anfang noch nicht wichtig. Das können wir später noch anpassen bis zum Tubak. So, und jetzt haben wir einen Helm auf. Yay! I like it. So, nun gut, dann gehen wir weiter und schauen mal, ob wir den Unbekannten treffen können. Ich glaube aber kaum persönlich. Commander Shepard. Der Unbekannte. Ich dachte, wir würden uns persönlich treffen. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Nicht ungewöhnlich für Leute, die das wissen, was Sie und ich wissen. Tja. Was genau wissen Sie und ich denn? Dass unser Platz im Universum weniger sicher ist, als wir glauben möchten. Dass ein Mann, ein ganz besonderer Mann, womöglich alles ist, was zwischen der Menschheit und der größten Bedrohung unserer kurzen Existenz steht. Die Reaper. Schön, dass Ihr Gedächtnis noch funktioniert. Wie geht es Ihnen? Sie müssen sich das Recht auf solche Fragen erst verdienen.
Cerberus ist nicht so böse, wie Sie glauben. Sie und ich, wir stehen auf derselben Seite. Nur unsere Methoden unterscheiden sich. Kommen Sie zum Punkt. Was machen die Reaper, dass sie dazu veranlasst hat, mich zurückzubringen? Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Während sie geschlafen haben, sind ganze Kolonien verschwunden. Kolonien der Menschen. Wir glauben, dass jemand dahinter steckt, der für die Reaper arbeitet. So wie Saren und die Geth für die Sovereign gearbeitet haben. Sie haben es selbst gesehen. Sie haben alle besiegt. Das ist nur ein Grund, warum wir sie ausgewählt haben. Nachdem die Reaper hier auf die Kappe bekommen haben, versuchen sie es wohl auf dem schleichenden Weg. Das könnte schwierig werden. Wenn es sich um eine Bedrohung der Menschheit handelt, müssen sie die Allianz mobilisieren. Die Allianz ist durch die Verantwortung, die sie ihr aufgebürdet haben, überfordert. Sie ist zu sehr damit beschäftigt, Beziehungen aufzubauen, um Ressourcen in die Verifizierung der Reaper-Bedrohung zu stecken. Es ist leichter, Söldnern und Piraten für die Entführungen die Schuld zu geben. Und praktischer. Für die Kosten meiner Wiederherstellung hätten sie eine ganze Armee ausbilden können. Sie sind einzigartig. Nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen, sondern wegen dem, wofür sie stehen. Sie sind in einem entscheidenden Augenblick für die Menschheit eingetreten. Sie sind mehr als ein Soldat. Sie sind ein Symbol. Ich weiß zwar nicht, ob Reaper Angst haben können, aber sie haben einen von ihnen getötet. Davor müssten sie Respekt haben. Möglicherweise. Die Sovereign wollte das gesamte Leben in der Galaxie auslöschen. Warum sollten es die Reaper auf ein paar Kolonien der Menschen abgesehen haben? Hunderttausende Kolonisten sind verschwunden. Ich finde, das kann man schon als Auslöschen bezeichnen. Niemand achtet darauf, weil die Angriffe scheinbar zufällig und in abgelegenen Gegenden stattfinden. Ich weiß nicht, warum plötzlich die Menschheit ihr Ziel ist. Vielleicht haben sie ihre Aufmerksamkeit erregt, als sie einen von ihnen getötet haben. Ein Krieg passt gar nicht zu Cerberus. Warum beschäftigen Sie sich mit der Sache? Unsere Aufgabe ist die Weiterentwicklung und die Erhaltung der Menschheit. Wenn die Reaper uns zu Zielen erklären und auslöschen wollen, wird Cerberus sie aufhalten. Wenn wir darauf warten, bis die Politik oder die Allianz handelt, sind keine Kolonien der Menschen mehr übrig. Damit hat er wohl recht. Wenn Sie hinter den Reapern her sind, zeigen Sie mir einfach die richtige Richtung. Miranda war der Ansicht, dass sie sich weigern würden. Und sie hat selten Unrecht. Es steht ein Shuttle bereit, um sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Miranda und Jacob werden sie briefen. Bin ich freiwillig hier oder habe ich mich bereits freiwillig gemeldet? Sie haben immer eine Wahl, Shepard. Wenn Sie die Beweise nicht finden, nach denen wir beide suchen, können wir uns wieder trennen. Aber fliegen Sie erst nach Freedom's Progress. Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ich habe sie zurückgebracht. Für den Rest sind Sie zuständig. Oh, Stufenaufstieg. Dann hätten wir doch noch ein wenig warten können. Und wir bekommen unsere erste Quest. Wir müssen Freedom's Progress untersuchen und wir können mal schauen, ob wir hier irgendwas anfangen können. Genau, wir können die Verbrennung verwenden. Die möchte ich unbedingt verwenden, denn die ist einfach nur awesome. Okay, hab ich hier noch. Okay, wir haben noch einen Punkt, aber. Agent. Was bringt das denn Schönes? Gesundheit. Aha. Das ist definitiv etwas, das ich nehmen will. Verschwinderkolonisten untersuchen. Okay. Fängt wie jedes Mass Effect gemütlich, heftig an. Eine gute Mischung aus beiden. Oder so. Das heißt, wir werden jetzt in Gänsefüßchen freiwillig nach Freedom's Progress fliegen. Und schauen, was dort alles rumfliegt. Der Unbekannte ist von Ihnen sehr beeindruckt. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können. Ich werde nicht zulassen, dass später jemand vor Ort meine Befehle missachtet. Ich weiß, wem ich unterstehe.
Solange Sie nichts unternehmen, um Cerberus zu hintergehen, werde ich Ihre Befehle befolgen. Passt. Ich hatte noch keine Gelegenheit, meinem Dank dafür Ausdruck zu verleihen, was das Lazarus-Projekt für mich getan hat. Ich hoffe nur, dass es den Aufwand wert war. Viele haben auf der Station ihr Leben verloren. Boah, bei meinem eigen kreierten Shepard sieht das Lächeln ja noch grauenhafter aus. Wie genial ist das denn? Nun gut. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Ihre Einstellung ist dabei nicht sehr hilfreich. Vor Ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen Ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Nur die Zeit wird zeigen, ob Sie für unsere Sache ein Gewinn oder ein Risiko darstellen. Was können Sie mir über die Kolonie sagen, die wir ansteuern? Freedom's Progress? Eine typische Menschenansiedlung in den Terminus-Systemen. Sie hat eine kleine militärische Truppe zum Schutz, unterstützt von Mechs und Sicherheitsdrohnen. Rundum durchschnittlich, wirklich. In keinster Weise bemerkenswert. Bis zu dem Verschwinden. Irgendeine Idee, was uns dort möglicherweise erwartet? Jede Menge leere Gebäude und ein riesiges Fragezeichen. Klingt interessant. Ja gut, okay. Es ist offensichtlich, dass Sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Beste Verabschiedung ever. Du bist ja nicht interessiert an einem Gespräch. Hey, du da drin, du bist nicht interessiert an einem Gespräch. Hau ab. Nun gut. Jacob? Ich bin froh, dass der Unbekannte Sie davon überzeugt hat, sich uns anzuschließen, Commander. Ich will nur herausfinden, was mit den Vermissten geschehen ist. Cerberus vertraue ich noch immer nicht. Ich nehm's zur Kenntnis. Vertrauen Sie mir, Commander? Ich habe mir über Sie noch kein abschließendes Urteil gebildet. Wenigstens geben Sie mir eine Chance. Die meisten Allianz-Soldaten hassen Cerberus schon aus Prinzip. Ja gut, auch zu Recht, aber du scheinst zumindest in Ordnung zu sein. Sie sagten, Sie hätten in der Allianz gedient? Insgesamt 5 Jahre lang. War überall in der Galaxie stationiert. Hab sogar ein paar Jahre als Korsar verbracht. Passt. Von Korsaren habe ich noch nie gehört. Eine Unternehmung der Allianz. Unabhängige Raumschiff-Captains wurden für Missionen angeheuert, die nicht in die offizielle Zuständigkeit der Allianz fielen. Offiziell gehörten wir gar nicht zur Allianz. Hätte man uns erwischt, hätte sie leugnen können, uns überhaupt zu kennen. Wir unterlagen angeblich keinerlei Beschränkungen und Regeln. Aber der Amtsschimmel wieherte trotzdem so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Ich habe am Ende einfach aufgegeben. Gute Beschreibung. Warum haben Sie sich Cerberus angeschlossen? Ich hatte es wohl einfach satt, dass ich nie etwas bewirkt habe. Viele der Aktionen der Allianz erschienen mir so sinnlos. Ich dachte, nach dem Angriff auf die Citadel würde sich alles ändern. Der alte Rat war tot und die Menschen übernahmen die Kontrolle über den neuen. Aber nichts hat sich geändert. Politik, Bürokratie, dieselbe Scheiße nur mit neuen Anführern. Cerberus ist ganz anders. Wenn Kolonien sich nicht mehr melden, wird keine Kommission einberufen, die dann einen Bericht schreibt, um das Vorgehen zu besprechen. Wir gehen einfach hin und finden's raus. Übrigens auch ein Punkt, den ich an Mass Effect 2 so extrem feiere. Die Grenzen verschwinden schon stark mit der Zeit, dass ihr Cerberus tatsächlich sogar gute Punkte hat, gute Aspekte, die so in Mass Effect 1 gar nicht zu sehen waren. Und die Allianz ist auch nicht perfekt, wie man sieht. Wissen Sie etwas über die Kolonie, zu der wir unterwegs sind? Sie heißt Freedom's Progress. Viel mehr weiß ich auch nicht. Aber das kriegen wir alles raus, wenn wir dort sind. Das ist vorerst alles. Jawohl, Sir. Zu Jacob ist er auch ein wenig netter, finde ich gut auf jeden Fall. Der Typ ist korrekt. Aber damit wären wir bereits wieder am Ende dieser Folge von Let's Play Mass Effect 2. Kommentiert von eurem Count Muku. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssen.